Wir haben uns ja entschlossen als Stadt Frankenberg, dass wir viel mehr tun müssen für den Nahverkehr. Das ist ja ein Thema, was uns alle bewegt. Und ich hatte heute Morgen gerade noch ein anderes Gespräch, der mir sagte, Mensch, wie viele Leute mittlerweile Fahrrad fahren. Ich sag mal, Friedhelm, du bist so eine graue Eminenz, die das schon seit zig Jahren macht, aber viele andere ahmen dir jetzt nach. Das ist ja dieses Thema dabei. Das heißt, seitdem es auch E-Mobilität gibt, ist das Fahrradfahren auch in Regionen wie bei uns, wo man doch hoch und runter muss, in aller Munde. Und natürlich, wir wissen alle, wie wir noch vor 2-3 Monaten über die Benzinpreise geschimpft haben. Mittlerweile ist das schon wieder weniger, weil die Preise nach unten sind. Da haben die Leute auch gesagt, ich will noch viel mehr Fahrrad fahren. All das sind ja Themen, die wir aktuell haben. Das heißt, wir brauchen moderne Nahmobilität. Wir wollen Anbindung haben von unseren Stadtteilen an die Kernstadt. Wir wollen auch den Fahrradverkehr für den Fremdenverkehr natürlich da haben. Auch das war heute Morgen, Herr Held war dabei, schon mal ein Thema. All diese Dinge wollen wir natürlich nach vorne treiben. Und wenn dann das Land Hessen sagt, wenn ihr schnell seid, dann bekommt ihr auch gutes Geld. Und da waren wir schnell, das muss ich ganz deutlich dazu sagen, denn auf Schnelligkeit kommt es manchmal an. Und dann ist Herr Dittmar, unser Bauamtsleiter, mit den anderen Personen dann natürlich auch am Arbeiten und am Rühren, dass man diese Sachen nach vorne bekommt. Und deshalb freue ich mich heute wirklich, dass wir dieser grundlegenden Bedeutung immer mehr nachkommen können. Und deshalb werden natürlich diese Verkehre auch entsprechend mit Berücksichtigung finden dabei. Und natürlich war es so, dass wir in der Vergangenheit, der Fahrradverkehr, den gab's. Aber ich glaube, das beste Beispiel erleben wir im Moment vorne in der Röttenauer Straße, wo man mal deutlich sieht, wo ist wirklich Verkehr, wo ist was los. Und wenn man dort sieht, weil das ja auch ein Thema war, ich will es nur mit einbinden, weil wir dort ja auch noch in Bälde sein werden, dort über diese Röttenauer Straße noch Fahrradverkehr zu führen, das wäre überhaupt nicht gut. Hier sind wir natürlich im Außenbereich, hier wollen wir einerseits natürlich anbinden, Schreufer, Viermünden und auch Geismar, um die näheren Stadtteile zu benennen. Aber natürlich auch das, was von außerhalb kommt, auch Osteinrode, Ellershausen, wo auch immer, werden die Leute sicherlich über Geismar hierher fahren oder Lichtenfels natürlich auch entsprechend mit dazukommen. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass die Stadtverordnetenversammlung am 2. Juli 2020, und da sieht man auch die ganze Eilbedürftigkeit dorthin, da das Radverkehrskonzept beschlossen hat. Und da sind natürlich diese Hauptrouten in die Kernstadt mit Inhalte dabei, von denen ich gerade schon mal sprach. Und natürlich, wenn Schreufer angebunden sein soll, dann ist diese Brücke natürlich ein wesentliches Element. Oder die, die unten auf dem Radweg entlang der Ether fahren, ist es natürlich auch ein wesentliches Element, dass man hier zu unserem Wildpark kommen kann, dass man dort entsprechend auch die Möglichkeit hat, diesen Wildpark zu besuchen. Und natürlich ist es ein spannendes, und deshalb auch die ganzen Planungsgrundlagen, die hier geleistet werden, müssen alles im sensiblen Bereich, dass man dort überhaupt bauen kann, all das in dieser kurzen Zeit auch hinzubekommen. Das ist ja das Thema. Und hier haben wir jetzt auf dem Abschnitt Hengstfurt ab der Kreuzung Hengstfurt-Futterhof bis zur Lohmühlgrabenbrücke. Dort ist ja der Radfernweg R6, Friedhelm, wo du dich auch viel für einsetzen tust. Auf unserem städtischen Gebiet ist alles in Ordnung. Wird noch besser, aber künftig ist es natürlich so, dass der überall seine 4 Sterne bekommen soll. Und das ist ja ein Ziel. 4 Sterne brauchen wir, einen vernünftigen Radweg. Aber 4 Sterne muss er zertifiziert sein, damit er auch überall ankommt dabei. Wollen 5 haben. 5 wollen wir. Team Radweg hat schon 5. Sind sie schon am Heulen. Dann müssen wir weitermachen, ne? Ich glaube, die Brücke, die kriegt sogar eine 6. Ich bin dabei. Eins ist besser. 6 Sterne. 6 Sterne und 1. Ja, so meinte ich das ja. Entschuldigung, habe ich dann falsch ausgedrückt. Also die Brückenlänge insgesamt 80 Meter, Fahrbahnbreite 4 Meter. Das Geländer wird wieder 1,30 Meter hoch. Ich glaube, da kommt etwas tiefer noch ein Geländer für die Fußgänger. Und natürlich wird es wieder für alle Menschen angenehm sein. 6% Steigung maximal, die wir hier haben. Das heißt, es wird auch barrierefrei dabei. Es ist wieder eine zweifältrige Brücke, die wir dort haben.
alles wieder aus blockverklebten Brettschichthölzern heimisch. Es ist Fichte hier aus der Heimat, ich hoffe es ist so. Ja, das ist gut. Also hier aus der Heimat ist hier streichbar. Heimische Fichte in geschützter Bauweise. Ich glaube, das brauche ich nicht nochmal zu erläutern, wie es ist mit Tropfkanten, dass dort in die Mitte oder in das Holz nichts hineinkommen kann. Und der Schafitzel Senior, der hat mir gesagt, das hält nicht nur 60 Jahre, das hält auch 120 Jahre. Ich hoffe, dass wir da irgendwann mal zu kommen, dass wir das dann schauen können. Nehmen Sie mal Wort. Machen wir so. Ne, hat er mir gesagt. Und natürlich ist die Grundrissform wieder gekrümmt dabei, was natürlich insgesamt wieder wirtschaftlich das Ganze herstellen lässt. Obendrauf kommen wieder Fertigteile aus Beton und darunter wieder Rinnen, sodass das Wasser ablaufen kann und kein Wasser in das Holz hineindringen kann. Und das Geländer wieder Flachstahlpfosten mit horizontalen Edelstahlzeilen, damit es auch eine gewisse Leichtigkeit hat dabei. Obendrauf kommt wieder Holz und der zweite, das sprach ich vorhin schon, Handlauf aus Edelstahl Rundrohr, damit man dort auch als Fußgänger entsprechend fassen kann. Auch hier wieder Einbaustrahler in den Handlauf dabei und was hier noch dazu kommt, Nisthilfen für Wasseramseln zwischen den Brückenträgern. Und es darf natürlich alles keinen negativen Einfluss haben auf den Hochwasserabfluss. Das heißt, auch das ist natürlich im Vorfeld sauber geplant worden. Es gibt zusätzliche Retentionsräume, sodass man eine Flutmulde erstellen lässt. Und dann werden wir dort natürlich auch Renaturierung noch tun vom Finsterbach. Und das sind die Arbeiten, die jetzt gestartet werden, damit wir alles hinbekommen. Die ausführenden Firmen, die Firma Laudemann aus Sontra, ich glaube, die habe ich schon mal hier stehen gehabt, sodass wir dort entsprechend auch wieder im Guten nach vorne gehen, damit wir das hinbekommen. Die Firma Schafitzel aus Schwäbisch Hall habe ich schon einmal angesprochen dabei. Die Planer, vielen herzlichen Dank dabei, auch all die, die mit dabei waren. Ich glaube, die EGF macht auch noch ein kleines bisschen Wassernähl. Da kommen wir sicherlich gleich dazu. Die Gesamtkosten dabei 3,3 Millionen Euro. Bauzeit jetzt beginnen, natürlich auch wegen Brut und allem, was dort im Bereich des Natur- und Umweltschutzes zu tun hat. Ja, Start 28.11. und Ende soll sein am 31.08.2023. Das ist das gesetzte Ziel, da wollen wir es einweihen. Also das heißt eine stramme Bauzeit. Wir hoffen, dass dieses Mal die Holzbauteile so sind, dass auch der Kran sie vernünftig packen kann. All das sind ja Dinge, die wir jetzt ja gelernt haben und dass wir dann schnellstens vorankommen.